Hi, ich bin Kevin Kuhn. Ich bin Julian Knoth und zusammen sind wir Julian Knoth und Kevin Kuhn. Von Dead or Alive. Ich meine die Nerven mit You Spin Me Around. Also ich habe das Musikvideo dazu das erste Mal gesehen, da war ich ungefähr 3 Jahre alt und ich hatte wahnsinnige Angst. Also einfach nur wegen dieser Stimmung, die von dem Video erzeugt wird. Und allein schon der Shot von Kurt Cobain, wie er halt so nah an der Kamera steht und einfach nur in die Kamera schreit und es so aussieht, als ob sein Gesicht gleich irgendwie verbrennt oder sowas. Und ich habe es dann erst so richtig verstanden, so mit 10 oder 11, als auf Viva 2 so ein Haufen Videoclips gezeigt wurden, weil ich glaube, es war sein Todestag, irgendwann 2001 oder so. Um den Dreh kamen, glaube ich, auch die Tagebücher raus, ich weiß nicht mehr ganz genau, von ihm, die ich auch gelesen habe, wofür ich mich im Nachhinein schäme, ein bisschen. Ja, Nirvana irgendwie. Das war, hat eigentlich ein Ozean an neuer, spannender Musik für mich geöffnet irgendwie. Ich mochte halt irgendwie Popmusik und Hardrock eben, aber Nirvana irgendwie, dadurch habe ich halt das ganze Zeug entdeckt, eben auch durch die vielen Bands, die in den Tagebüchern eben standen, halt Meat Puppets, Vaseline's, Dinosaur Jr., Beat Happening, The Shags, Half Japanese, das ist eigentlich, ich habe gerade eigentlich meine ganzen Lieblingsbands aufgezählt, die ich eigentlich alle dank Nirvana überhaupt kenne. Und natürlich liebe ich auch Nirvana. Mein Lieblingsalbum ist aber Bleach. Smells Like Teen Spirit ist ein ganz guter Song. Aber natürlich hat man ihn satt. Ich habe jetzt auch erst vor kurzem Hole für mich entdeckt und ich finde Hole richtig gut. Also die Live Through This und Pretty on the Inside sind Hammerplatten. Also finde ich besser als Nirvana. Steinigt mich. Ja. Ich finde auch irgendwie Kurt Cobain als Typ irgendwie ganz cool, weil er, das, was halt nicht viele wissen, eben auch ein Feminist war und das geht manchmal ein bisschen unter, finde ich, dass er eben echt, ja, dass er, Kurt Cobain war für mich einfach so jemand, der halt da gar nicht in den Rockzirkus reingehört, sondern so ein Typ, der einfach gute Bands mag, der irgendwie Beat Happening mag und der Bikini Kill super findet und sowas und ja, der dann da verloren geht, das ist halt eine tragische Geschichte mit Nirvana irgendwie. Ich glaube halt, dass Nirvana halt traurigerweise auch irgendwie die Riot-Girl-Bewegung auch wieder kaputt gemacht haben. Also, weil eben diese ganze Aufmerksamkeit auf diesem Grunge-Ding war, kam dann eben diese Riot-Girl-Bewegung, was ja eigentlich so auf Fanzines basiert war und so auf Vernetzung. Und ja, wir haben auch eine Stimme eben in die ganzen Zeitschriften rein. Und die haben sich dann innerlich so zerstritten irgendwie. Ja, Kathleen Hanna war das Poster-Girl quasi von der Riot-Girl-Bewegung und dann so alles so viel von außen und sie wurden halt auch in diesen Fanzines so lächerlich gemacht irgendwie als Girlies bezeichnet und so weiter, dass es dann eigentlich wieder kaputt gegangen ist. Aber ja, das war natürlich nicht dran schuld, aber es war ein Nebeneffekt, glaube ich. Diese große Aufmerksamkeit, die dann plötzlich auf alles, was ja, so ähnlich und der Umfeld von Nirvana war, irgendwie dann halt auch so Strömungen wieder kaputt gemacht hat und dann aber halt so ein Mist irgendwie wie Puddle of Mud irgendwie nach oben gebracht hat. Natürlich, ja, auch dieses ganze Ding wie Nickelback und eben Linkin Park, die sich halt so einem Schema, was ich, ruhiger Vers, lauter Refrain bedient haben, das wird eigentlich bis heute noch gerne abgekupfert. Diese Sonic Youth ist für mich auch so ein Riesenklotz-Ding. Da habe ich mich noch nicht dran getraut, den mir zu erschließen. Ich habe mal im Plattenladen in Stuttgart Second Hand Records, einer der besten überhaupt, wenn nicht der beste Plattenladen in Deutschland, habe ich mal eine CD gekauft von Sonic Youth, eben die Daydream Nation. Und dann habe ich sie mir angehört und irgendwie fand ich es langweilig. Und das hat sich mir nicht erschlossen. Dann wollte ich die wieder zurückgeben und quasi wieder verkaufen. Und da hat der Jerafim gesagt, ich soll die behalten und mir nochmal anhören, weil es eine gute Scheibe ist. Das spricht jetzt nicht für meine Geduld mit der Musik von Sonic Youth, aber für die Qualität von diesem Laden. Das ist halt auch gerade Daydream Nation und so die Alben, die davor und danach kamen, so wie
Evil heißt es so, so wie Love rückwärts. Das ist ziemlich gut. Aber es ist immer so, dass irgendwie der Sound und die Attitüde von Sonic Youth zwar der Hammer sind, aber die Songs mich nie so gepackt haben. Viele sind dann auch zu monoton und irgendwie auch, ich weiß nicht, so der Gesang von Thurston Moore und Kim Gordon reizt sich ziemlich schnell aus, ich weiß nicht. Ich mag dann schon eher zum Beispiel Dinosaur Jr., die einen ähnlichen Sound haben, aber irgendwie ausgefeiltere Melodien und auch mehr Dynamik. Obwohl, es ist kein Vergleich. Bestimmt werden mich jetzt einige Leute dafür hassen. Aber Sonic Youth haben zu Recht ihren Platz in der Indie-Rock-Geschichte und keine Ahnung. Ich glaube, es gibt keine Band, die leugnen kann irgendwie, dass sie nicht ein bisschen von Sonic Youth beeinflusst ist. Max, unser Gitarrist, der jetzt leider heute nicht da ist, der hat auch immer, also er hat irgendwie gemeint, er hat, wie alt war er, als er Gitarre spielen, angefangen hat, Gitarre zu spielen, 14 und dann irgendwann mit 16, 17 hat er Sonic Youth das erste Mal gehört und sich dann gedacht, geil, die spielen ja genauso Gitarre, wie ich das tue. Ja, genau. Für mich ist Sonic Youth auch so eine von den Bands, die so eine ganze Strömung zusammenfassen, die so das Aushängeschild vielleicht auch ein bisschen sind, so die Poster Boys and Girls irgendwie, aber... Der Magnet, eigentlich, die waren der Magnet für die ganzen Bands, Nirvana, alle. Aber trotzdem gibt es Bands, die bessere Songs schreiben mit dem gleichen Sound, habe ich das Gefühl. Ja, coole Lederjacken. Ja, ich glaube, mir ging es wie vielen, die Wanda, die von Wanda gehört haben. Das ging irgendwie ganz schnell letztes Jahr im Herbst. Von einem Tag auf den nächsten sprach jeder von Wanda und erstmal hört man sich es natürlich nicht an. Irgendwann hört man sich es dann doch an. Und dann fand ich Amore auch tatsächlich einen sehr guten Song, der Hit von Wanda. Der mich aber gleichzeitig irgendwie auch wieder angewidert hat, irgendwie so wie er ist. Und dann wollte ich es auch gar nicht mehr hören und dann hatte ich trotzdem wieder den Drang, diesen Song zu hören. Ich glaube, so ging es vielen, habe ich zumindest auch schon auch ein paar Mal gehört. Ich habe auch tatsächlich das Album zweimal gehört oder so und fand auch ein paar gute Songs dabei. Ich finde es aber nicht nachhaltig. Also ich finde, da bleibt nicht viel hängen. Ich habe überhaupt kein Interesse, das neue Album zu hören. Ich verstehe auch die ganze Euphorie nicht. Also ich verstehe es natürlich schon, weil es halt irgendwie so Mitgröl-Songs irgendwie sind. Ja. Aber tatsächlich ärgere ich mich auch ein bisschen über Wanda. Ich will Wanda jetzt nicht bashen oder so, aber bin da manchmal selber auch beleidigt, dass die Leute oft bei den Nerven sagen, ja, das ist ja alles schon mal da gewesen, das haben wir alles schon gehört. Und dann bei Wanda und so weiter geht es immer nur darum, oh toll, der Austropop ist wieder da. Und es gibt aber niemanden, der es irgendwie, oder selten sagt jemand bei den Nerven, na, ja, die Leute sagen, na ja, hier, das klingt nach 80er und so. Die können uns irgendwie nicht richtig einordnen und sagen, ja, kein einziges innovatives Riff. Und dann denke ich mir halt immer so, ja, an aber Wanda. Folgen, aber nur, okay, heißt, ich habe das neue Album mal, das Bussi-Album habe ich jetzt mal durchgeskippt. Ich weiß nicht, als dieser Österreich-Hype irgendwie begonnen hat, hieß es irgendwie Bilderbuch und Wanda muss man hören. Ich habe mir dann Maschinen von Bilderbuch angehört und Bologna von Wanda und ich fand, Bologna war der weniger schlimme Song von beiden. Mal schauen, was da mit Wanda so passiert. Mich interessiert es nicht so wirklich. Wir sind dann tatsächlich doch eher mit einer anderen Wiener Szene vernetzt, eben gerade so um... Die wir hier hart representen müssen. Ja, gell. Eben Sex Jams, Malmi Death, alle Sachen, die Wolfgang Müstel macht. Silo Records, Avery, ja, Fett Kakao natürlich. Viele tolle... Avery und Fett Kakao ist ein Label, absolut essentiell. Ja, es gibt super Musik in Wien und es gibt nicht nur Wanda und ja, ach, ich weiß gar nicht, ich will über Wanda eigentlich überhaupt nicht sprechen. In the jungle with the coconut grows, with the tiger and the lion, boogie with the rhino. There's a tribe over here, there's a tribe over there. Drums beat funky. Ich kenne George Clinton eigentlich wirklich nur durch Funkadelic und Parliament und auch nur so ganz, 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 ganz casual, so die Hits, die es so gibt. Und halt, weil er das zweite Red Hot Chili Peppers Album produziert hat, was er sehr gut gemacht hat. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall mal anhören. Das ist eigentlich ziemlich witzig, weil ich erst vor 4-5 Wochen Funkadelic entdeckt habe, irgendwie auf YouTube. Ich glaube, ich habe
einen Song von Liquid Liquid angehört und irgendwie rechts war dann eben dann ein Album von Funkadelic drin. Das habe ich so reingehört, das fand ich ganz gut und dann habe ich nochmal weitergeklickt und dann bin ich auf dem nächsten Album von Funkadelic gelandet, eben das One Nation Under Groove. Das Album heißt auch so, oder der Song. Ja, gerade und gerade dieser Song One Nation Under Groove hat es mir irgendwie gerade aktuell tatsächlich sehr angetan und ich finde ziemlich gut. Ja, und ich möchte mich da auch noch mehr reinhören. Also so, ich glaube, wir werden jetzt keine Funkband, aber wir haben es, glaube ich, schon auf Out auch ein bisschen den Groove entdeckt, also gerade Kevin und ich. Tatsächlich aber auch eher wieder über so Bands wie Chick 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 und SCD Sound System und sowas. Michael Jackson. Ja, Fehlfarben. Die haben ein wegweisendes Album gemacht, namens Monarchie und Alltag, das wahrscheinlich vielen bekannt ist. Ich glaube, ich kenne die Fehlfarben auch hauptsächlich erstmal durch diesen Doku-Roman Verschwende deine Jugend. Den habe ich irgendwann mal gelesen und darüber einige Bands auch entdeckt. Und ja, die Fehlfarben waren eben auch eine davon. Und ich finde auch einige Sachen ziemlich gut. Es ist aber keine Band, die ich jeden Tag höre. Und ich habe da eigentlich noch ein paar mehr interessante Bands so aus diesem Buch raus gefunden. Okay, zu Fehlfarben. Was kann man da noch erzählen? Peter Hein, auf jeden Fall einer der wichtigsten deutschen Texter, glaube ich. Vor allem auch, glaube ich, eine Art Pionier, weil er einer der ersten war, die wirklich so radikal, sage ich mal, auf Deutsch getextet haben. Jetzt nicht, glaube ich, ein wichtiger Schritt weg davon, von so deutschsprachige Musik, die es davor gab, was ja auch erst ein paar Jahre davor entstanden ist, wie Tonsteine, Scherben und so weiter. Auch eine radikale Art zu texten natürlich, aber Peter Hein hat, glaube ich, einfach nochmal so diese Tristesse sehr gut in Worte gefasst immer und hat auf jeden Fall eine mitunter der besten deutschsprachigen Songs geschrieben. Also Paulus Tod ist einfach ein Klassiker zum Beispiel. Oder, ja, ich sehe es hier gar nicht, Es geht voran. Für mich auf jeden Fall eines der schwächsten Fehlfarbenstücke, was sie ja gar nicht einspielen wollten, sondern quasi gezwungen wurden, das noch zu machen, so als funky Ding. Ist es gut, ne? Ist es nicht gut? Ja, ist schon ganz gut, aber ich finde es kein typisches Stück und ich kann es auch verstehen, dass sie damals dieses Stück nicht aufnehmen wollten und die Plattenfirma hat gesagt, wir machen es jetzt und Monarchie und Alltag haben die mit irgendeinem Ingenieur aufgenommen, der überhaupt keine Ahnung von dem Sound hatte und so. Trotzdem wegweisend auf jeden Fall. Und ja, Peter Hein irgendwie auch die Blaupause, dass sowas wie Campino entstehen konnte. Also nicht die Blaupause, aber ich glaube, Peter Hein war einfach auch ein großes Vorbild für Campino damals, als er so ja, in Düsseldorf im Rattinger Hof, als sie so rumhingen und Flipper gespielt haben. Ja, man kann jetzt nicht so sagen, hier, es gab irgendwie in den 80ern nur die Fehlfarben, weil Anfang der 80er einfach, sag ich mal, bis jetzt die wahrscheinlich die so geschichtlich gesehen gleichzeitig die meisten Bands gegründet werden, die deutsch singen. Und dass es ja komplett über ganz Deutschland, Schweiz, Österreich verteilt deutschsprachige Bands plötzlich gab, die einfach diesen Punk-Spirit aufgegriffen haben. Ich glaube, das war einfach so, das war so ein Urknall. Also was dann irgendwie 3 Jahre nach dem Punk in oder 2 Jahre nach dem Punk in Großbritannien dann so rübergeschwappt ist, wo total viele Leute dann gedacht haben, ja, wir wollen irgendwie die Musik machen, die wir wollen, die wir machen wollen, die wir hören wollen. Und glaube ich auch so, ja, einfach so eine Initialzündung und die Fehlfarben waren eben Teil davon. Jeder gibt zu, dass er Kraftwerk gehört hat, ne? Und sowas ist man, das ist einem dann so ein bisschen peinlich, ne? Also, Innenstadt, Illusion. Also das glaube ich, das war so ein bisschen, woran wir denken mussten. Wie du das einschüttest, das könnte man denken. Du hast genauso nicht dran schon genippt. Was getrunken. Deine Bücher haben alle was gemeinsam. Steht immer eine quasi weibliche Heldin im Vordergrund. Ja, ja. Die einen richtigen, ordentlichen Ratsch im Kopf hat.